Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Disintegration. So, wie angekündigt, widmen wir uns jetzt einmal dem Multiplayer. Mal sehen, wie der da so rüberkommt, was man da so machen kann, wie der so aufgebaut ist. Ich bin gespannt da. Wie erwähnt, das Free-to-Play-Wochenende geht noch bis morgen Abend. So, Spieler. Spielersuche. Aussehen des Spielers. Man hier man kann sich eigene Abzeichen erstellen. Das ist natürlich cool. Verwirrt. Okay. Bei manchen muss man irgendwelche Trophäen erfüllen oder zumindest Missionen erfüllen, damit man die benutzen kann. Wir nehmen ein Herz. Dazu als zweite Ebene ein Pfeil. Ja. Kann man den auch weiter auseinander? Ne. Geht nur so. Geht das auch irgendwie noch besser? Könnte einen Hammer nehmen. Kann man den noch kleiner machen? Kann man den auch irgendwie dorthin? Du kommst dann dort. Oh mein Gott. So, lassen wir so. Und wie kriegen wir es jetzt wieder weg? Also, gespeichert war nicht. Bam. Zurück. Abzeichen speichern? Ja. Was zur Hölle? Okay, dann gibt es noch einen Banner. Da gibt es dann eine Herausforderung, die man erfüllen muss. Besiege Gegner mit beliebigen Einheitenfähigkeiten. Gelb. Kantiges Rot, kantiges Gelb. Ja, das passt so besser. Und Emotes, was haben wir denn hier? Ach, man kann echt Geld ausgeben, natürlich. Gebrochenes Herz, das ist doch was. Das passt perfekt. Aber wir haben noch mehr Banner, wie ich sehe. Sehr interessant. Naja, so Aussehen der Crew. Das ist natürlich richtig cool, wenn man da die komplette Crew anpassen kann. Was ist das denn? Die sehen aus wie Joker aus Batman, aus irgendeinem Comic entsprungen. Na, die mag ich nicht. Die sehen aus wie aus so einem Mad Max Film. Cyberpunk. Japan, Mittelalter. Ich bin am Überlegen. Wir nehmen die Ronin. Die sind dabei. Die haben auch nochmal verschiedene Farben. Sehr schick, sehr schick. Zubehör. Ach, wie cool, man kann da Sachen dranhängen. Hängen wir doch einfach mal ein Triebwerk dran. Mehr haben wir ja nicht außer ein Rayone-Triebwerk. Gut. Eine Kuh haben wir im Shop. Ja, da wird man arm. Gut, machen wir einfach mal Spielersuche. So, erobere und halte die Zonen, besiege Gegner und nehme ihre Behälter auf. Liefere Kerne in Gefechten aus mehreren Runden ab. Wir machen einfach mal ein zufälliges Spiel. Mal sehen, was dabei auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Gameplay gestern in der Kampagne hat mir echt gefallen. Jetzt mal gucken, wie das da aussieht. Mit der Spielersuche. Ich habe gelesen, das dauert wohl etwas länger. Wenn es zu lange dauert, schneide ich das Video passend. Okay, wir sind gleich schon bei 3 Minuten und gefunden hat er jetzt noch nichts. Also dafür, dass das hier ein Free-to-Play-Wochenende ist, ist da echt wenig los.
Okay, wir haben jetzt 8 Minuten gesucht und nichts gefunden. Hiermit beende ich das Ganze. Na gut, vielleicht können wir später nochmal probieren, ob wir dann jemanden finden, aber aktuell ist trotz Free-to-Play-Wochenende einfach nicht genug online. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler braucht man? 5? 64? Ich weiß es nicht. Schade, vielleicht erfahren wir es noch am Wochenende. Danke fürs Draufklicken. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.